meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier mit uns auf der Grünen Woche. Green. Die Welt der Kulinarik liegt uns zu Füßen. Nicht nur, dass wir heute sogar mal die Ehre haben, erstmalig hier auf dieser grandiosen Bühne zu kochen. Nein, wir werden uns vor allem einmal hier durch die Hallen schlemmen, trinken und neugierig mal draufschauen, was es genau hier gibt. Paul, du hast keine Ahnung, was dich hier erwartet. Was wird dein Highlight? Ich habe wirklich gar keinen Plan. Ich war noch nie auf der Grünen Woche in meinem Leben. Es gibt sehr, 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 sehr viel zu essen und Alkohol. Ja, aber ich freue mich mal auf eine Messe zu gehen, wo ich mehr mich aufs Essen konzentriere, anstatt auf den Alkohol. Weise, weise. Olli, das heißt, du musst trinken, weil wir brauchen jemanden, der Wein verkostet und so Sachen sagt wie, blumig im Abgang. Das kann ich gut, ist auch mein erstes Mal Grüne Woche, möchte ich ganz kurz dazu sagen. Ich war auch noch nie hier, bin überrascht. Es ist Samstag, Freunde. Es ist voll, es könnte eng werden. Und es gibt irgendeine Halle, da gibt's Poffertjes. Und ich habe Bock auf Poffertjes. Was sind Poffertjes? Das klingt super und es ist was Süßes. Wie du. Also, los geht's, schauen wir uns mal um. Wir sind direkt neben unserer Bühne, gibt es Rheinland-Pfalz und wie ihr alle wisst da draußen, meine Frau ist der Kovalenzer Schengelsche und deswegen, sie kommt aus Koblenz, also Rheinland-Pfalz. Und genau deswegen müssen wir hier erstmal vorbeikommen. Meine Oma hat immer zu Weihnachten Saumagen gemacht und eine Saumagen-Bratwurst klingt eigentlich richtig geil. Okay. Müssen wir einen Wein dazu? Ja, dazu müssen wir noch einen Wein trinken. Ja klar, dann machen wir das. Wir wurden, glaube ich, gerade von der rheinland-pfälzischen Weinkönigin angesprochen. Wir dürfen das nicht einfach so essen, wir müssen einen Wein dazu trinken. Aber die Frage ist, wurden wir jetzt gescammt und müssen den Wein bezahlen? Das habe ich auch vermutet. Genau das war gerade meine Vermutung, als ich gesagt habe, Katja hat uns auf den Wein eingeladen. Wir gehen jetzt hin und finden das raus. Was kriegen wir jetzt Schönes? Natürlich den Riesling, Mama. Jetzt haben wir ein alte Reben vom Weingut Fetz. Fetz? Vom Mittelrhein, Freunde. Ich hoffe, der fetzt. Wir gucken mal. Die gibt's jetzt zum Saumagen dazu. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hm? Ich habe hier die alkoholfreie Variante übrigens tatsächlich. Unterscheidet sich nur marginal in der Optik. Ich habe einfach das nicht erwartet. Das ist ja eine Saumagenbratwurst. Das heißt, es gibt auch das Kartoffel. Ich sag euch eins auf jeden Fall, ich wüsste, wenn Tinker Leo hier wäre, Grüße gehen raus, da steht ein Rotweinkuchen, die würde ausrasten. Die liebt Rotweinkuchen, wirklich, macht auch selber einen sehr guten. Freunde, wir bedanken uns bei euch, bei Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für den Wein, sehr köstlich, vielen Dank für die Bratwurst, sehr lecker. Und vor allen Dingen wünschen wir extrem und ganz viel Glück auf eurem Weg zur Weinhoheit. Freunde, ihr erinnert uns bitte dran, wir schauen das live im Stream, ja, die Doku vom SWR, schauen wir uns an und dann voten wir mit. Wir können das Ding halt voll durchmanipulieren. Das ist jetzt kein Spaß, das machen wir. Also macht euch schon mal gefasst darauf, Hoheit zu werden. Ich bin nicht sicher, ob es gruselig oder cool ist. Es ist eine Mischung aus beidem, aber er verteilt Stifte. Und wenn ihr euch noch an die FIBO erinnert, Freunde, Kugelschreiber zu bekommen. Oh nein, ich habe das Zeitfenster verpasst. Ich glaube, es gibt keinen Kugelschreiber mehr. Es ist gruselig. Auch schön. Der Bart gefällt mir sehr gut. Ich habe einen Kugelschreiber von einem Baum bekommen. Ich bin glücklich. Wald schützt Klima, das ist wahr. Also schützt unser Klima, Leute. Thüringer Klöße, die habe ich gern. Ich möchte sie gerne essen. Freunde, hier gibt's was bei Jekyll und Heidi, was ich schon immer mal probieren wollte, noch nie gegessen habe, ist Eisrollen. Das ist so auf so einer kalten Eisplatte wird das so geschabt. Es gibt Hundeeis für Hunde, das ist mir. Ich habe mich eben schon gewundert. Wir müssten schon, oder? Wir müssten schon. Ich nehme Hundeeis mit auf jeden Fall. Okay, wir probieren Hundeeis, die Nummer 2. Und halt eine Rolle. Und eine Rolle. Kein Zucker drin. Also null Zucker. Ist mega. Auch für den Menschen geeignet. Aber schön. Jetzt kommt noch Sahne drüber. Sahne? Nein. Aber die gute, die aus der großen. Oh, 10 Euro Becher Eis, Olli. Guten Hunger. Let's go. Das Hundeeis. Wow, guck mal, sieht schön aus. Wow. Aus. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich koste mal ein Hundeeis. Wir probieren erstmal das Hundeeis, würde ich auch sagen, oder? Versuche mal hier abzubeißen. Das ist jetzt was Blaubeer? Mit Blaubeer, Naturjoghurt.
Nee, ist übel lecker. Ja? Ist übelst lecker. Ist einfach Blaubeerjoghurt gefroren. Also, noch habe ich keinen Hund. Aber ich weiß, ich würde es kaufen. Und ich weiß nicht, ob er es kriegen würde. Also, das geht wirklich voll klar. Ja, wie isst man jetzt so ein Röllchen, ne? Alter, das ist insane lecker. Alter. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig lecker. Es gibt nur einen entscheidenden Nachteil. Hier in Halle 5-2 sind wir in Mecklenburg. Wir sind an der See. Hier gibt es viel Fisch. Während ich dieses köstliche Erdbeer-Cookie-Eis esse, riecht meine Nase nur Fisch. Ja. Das ist so ein bisschen nachteilig, muss ich sagen. Wir sind jetzt bei der Braumanufaktur Ludwigslust. Das Schild bitte. Was, wo? Ballern, einfach. Die Suppe des Tages? Bier. Aber hier ist auch die Bierzone. Ja? Versteht ihr, Freunde? Fassbier, verschiedene Sorten. 5 Euro das Stück. Ja, das ist auf der Messe immer wild, aber das ist gut. Wir teilen uns ein gezapftes, oder? Ja, ein gezapftes geht rein. Kleines. Pilz und ein Schwarzbier haben wir vom Faster. Ja, Schwarzbier muss sein. Du willst was Süßes, ja? Schwarzbier muss sein. Okay. Schwarzbier? Ja, bitte. Ich denke einfach, es ist ein Kaffee. Ja. Ist jetzt aber auch schon ein ganz schöner Humpen. Mach nicht ganz voll, wir müssen heute noch arbeiten. Schwarzbier aus dem MV. Ja. Nein, nicht Märkisches Nein. Viertel, Mecklenburg-Vorpommern. Und wie ist der Antritt? Gut, schaumig, süß. Hat aber auch eine gewisse Herbigkeit. Ich finde es sehr karamellig, ist sehr geil. Eure URL ist sehr lustig. Lusthopfen. Das ist unsere Marke. Mega, aus mega geil. Lust ist damals auch entstanden, weil halt der Herzog, der da hingezogen ist, so viel Lust hatte. Deswegen heißt es dann Ludwigslust und dachten wir, passt ja. Und unsere Namen sind auch ein bisschen angehaucht. Hier neben Bula dann haben wir noch einen Seitensprung, einen Interessentrunk. Finde ich gut. Jungs, Brüsterchen, Dankeschön fürs Bier. Dankeschön. Gönnen wir jetzt noch ein bisschen Nebenbuhler, Freunde. Eine wichtige Sache natürlich, wir bleiben in Ludwigslust. Als Berliner müssen wir natürlich Konkurrenz-Currywurst testen. Die haben Kettwurst, Alter. Okay, also eine Currywurst und eine Kettwurst. Ich habe noch nie so eine verbotene Kettwurst gesehen. Irgendwie ist sie komisch. Aber ich habe schon auch Bock drauf, auf den Lümmel da. Jetzt bitte erotische Musik. Und zoomen. Digga. Das bleibt für immer. Naja, jetzt erstmal ist es nur Wurst, aber das ist ein geiler Ketchup, will ich mal sagen. Also. Erstmal ist er mit Darm, das muss man schon mal ankreiden. Finde ich ja nicht. Als richtiger Berliner natürlich ohne Darm. Aber da ich ja verbotenerweise in NRW aufgewachsen bin, ist mit Darm darfst, für mich. Du darfst. Für mich die Geschichte. Was hat jetzt so ein Raststätten-Ding, meinst du, oder ist schon geiler? Nein, nein, ist schon geiler. Aber wir sind halt richtige Experten, was Currywurst angeht, ne? Wir hatten ja schon mal einen ganzen Test hinter uns. Sie würden sich einreihen. Ich glaube, die kommt in die Top 10, in die Top 5 sogar, aber nicht in die Top 3 in Berlin. Was ich euch sagen kann, ist, die Soße hat wieder so diesen geilen Sweet Spot aus süß und sauer. Ne? Ja. Nicht zu sauer, nicht zu süß. Das ist bei Currywurst immer ganz schnell passiert. Curry übermannt nicht. Aber was ich hier sagen muss, die hat einen geilen Crunch. Hm. Muss ich wirklich sagen. Die Haut haben sie irgendwie besonders. Also sie haben die Zartheit der Wurst innen und den Crunch der Haut außen. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Du siehst vor allem in erster Linie, das ist ein ultra feines Bret. Ja. Die ist nicht grob oder irgendwie, es ist keine Bratwurst. Also die ist extra dafür schon gemacht. Ja, halt eine richtige Currywurst. Also geht bei Uli vorbei und gönnt euch Currywurst, Kettwurst. Flo ist gleich fertig mit der. Ja, die wecken alle jetzt, Leute. Ich habe einfach gehofft, mich fragt keiner. Ist echt geil. Das Brötchen ist der Hammer, der Ketchup ist super lecker, die Wurst ist top. Ich habe einfach nur gehofft, es sieht keiner, dass ich die aufesse. Entschuldigung, ich muss lachen. Ich habe gerade den Smiley auf der Kettwurst gesehen. Der ist ja geil. Ja, das ist Flo. Vorne hier direkt nebenan bei Uli gibt es echt vom Feld. Und die machen Kartoffelpüree im Becher. Das ist so eine geile To-Go-Mahlzeit. Ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt. Kartoffelpüree aus dem Becher zu mitnehmen. Ich gehe mal rein. Jeden Tag eine neue Soße. Heute gibt es Rosmarin. Das macht mich gerade sehr glücklich, ne? Also das ist eine Sache, die müsste es viel häufiger auf der Straße geben, dass man einfach so ein Becher Kartoffelpüree mit Soße kriegt. Vielen Dank, das ist aber sehr großzügig. Und das für 2 Euro, Freunde. Also ihr müsst vorbeikommen. Das ist bisher mein Highlight-Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Freunde, jetzt wird's richtig wild. Das ist Kartoffelpüree mit Rosmarinsoße, Bratensoße. 2 Euro? Die waren so nett. In der Größe? Ja, Mann. Das ist das Günstigste, was ich bisher 10 Euro Eis gegessen. Ja. Das war genauso groß. Und jetzt probiert mal bitte das Kartoffelpü. Ich bin mir ziemlich sicher, mit Bratensoße ist bestimmt geil. Oh. Oh
mein Gott. Oh, die Soße kann aber richtig was. Alter. Also das Püree ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein exorbitant geiles Püree, aber die Soße ist ja der Hammer. Alter. Das ist eine der besten Bratensoßen, die ich jemals gegessen habe. Die ist legit. Schon echt, die ist schon, also als Bratensoße als solche ist die schon eine 10. Die macht mir so einen Becher mit der Bratensoße voll. Aber die trägst du ja, wir sind gerade am Anfang, die trägst du doch jetzt nicht die ganze Zeit. Ich schwör, wir haben es eine halbe Halle weit geschafft. Paul und ich sind schon besoffen und alle sind satt. Das ist so typisch ist halt grüne Woche, so. Ne? Ganz typisch, wenn man in eine Bayernhalle kommt. Super lustig. Rennen wirklich so schnell sie können, gerade zwei Leute in Tracht. Einer packt sich in der Kurve noch fast hin. Ja, an uns vorbei. Und Flo, was sagst du? Ich mach noch den Spaß und sag, jetzt aber schnell. Und er dreht sich um so, jetzt Bierstunden. Jetzt Bierstunden. Und wir kommen hier in die Bayernhalle rein und irgendwas spielt. Blaskapelle ist am Start. Also wir gucken mal, was die Bierstunden ist. Übrigens 9 Uhr morgens. Ja, das Bierstunden. Kommt noch, dazu. Freunde, man muss sich natürlich in der Bayernhalle auch die Bierneuheiten, also Neuheit ist es nicht, aber vor allem die Spezialitäten gönnen. Ich habe hier ein Dampfbier. Man hat mir gerade erklärt, das ist zur Hälfte Weizen, zur Hälfte Gerste und das wird bei ein bisschen weniger Temperatur und dann ganz viel Schaum, deswegen Dampfbier. Der Brauer sagt da halt Dampf zu. Und ich kann euch eins sagen, das ist wahrscheinlich das mildeste Bier, was ihr jemals trinken werdet. Das ist unfassbar süffig, super lecker. Kann ich gar nicht beschreiben. Also, wenn ihr nicht so auf Hopfen steht, ne, wenn ihr das Bittere an einem Bier nicht mögt, checkt mal bitte Dampfbier aus. Voll lecker. Also kann man echt wegballern. Da es noch ein bisschen früher morgen ist, ich meine, ja, ich hatte vielleicht schon ein Bier, ja. Das macht nichts. Jetzt kommt der Kaffee, Freunde. Wir sind in der Berliner Halle und da sind wir ja zu Hause. Und man merkt gleich, eins in der Berliner Halle ist Multikulti angesagt. Hier gibt's Kimchi, hier gibt's Hummus, hier gibt's alles mögliche, aber vor allem auch geilen Kaffee. Alter, wir haben Flat White uns geholt mit einer von einer kleinen Berliner Rösterei hier. Und ich muss wirklich sagen, Berlin, schlimmes Wortspiel, fantastischer Kaffee. Barista. Oh Mann. Könnt ihr euch gönnen, die machen sehr, sehr guten Kaffee mit ganz wenig Säure. Sehr, sehr lecker. Absolut fantastisch. Lecker, 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 lecker. Zu Berlin gehört ja natürlich auch Rausch. Da gibt es leckere Schokolade und ihr seht es hier, 340 Arbeitsstunden sind hier reingegangen ins Brandenburger Tor. Ganz original, ohne Orangefarben auf den Säulen. Das Ding ist komplett aus Schokolade und jetzt dürft ihr mal raten in den Kommentaren, was wiegt der Teil? Euer Gäste rein, wir lösen das am Ende vom Video auf. Freunde, falls ihr euch auch gefragt habt, was die Zukunft der Landwirtschaft ist, wenn wir vor allen Dingen verzichten wollen auf so Pestizide und so. Das ist der Weedbot. Stand da gerade, der Weedbot. I'm a shoot my laser. Das Ding lasert einfach das Unkraut weg. Alter Falter, kurze Triggerwarnung für Epileptiker. Holy shit. Laser. Freunde, wir befinden uns jetzt in der Markthalle sozusagen, dort wo es Streetfood gibt, auf der Grünen Woche. Und hier gibt es überall, an jeder Ecke, es ist Reizüberflutung. Wir sind auf dem Her hierhin schon fast gestorben, weil es riecht nach Käse, es riecht nach Fisch, es riecht nach Kümmel, jedes Mal was anderes. Und es gibt Eis. Und es gibt schon wieder Softeis vor allem. Softeis muss schon sein. Aber wir probieren uns mal durch die Markthalle durch. Mal gucken, was hier so Geiles gibt. Da gibt es schon mal Käsekreiner. Grüße gehen raus an Puzi. Und deswegen das Erwachsenen-Dasein. Wir fangen mit dem Nachtisch an. Eis. Wir sind erwachsen, wir dürfen das. Holt euch jetzt wirklich dänisches Softeis, das es überall gibt. Ja, ja. Ich will ein normales Softeis. Verstehe ich aber auch, um ganz ehrlich zu sein, sehr gut. Wir nehmen Lakritz. Du möchtest Lakritz? Nein, nein, ich will kein eigenes. Wir teilen uns das. Guck mal, wie er das eindippt. Oh, yo, geil. Ich hatte krass Angst, dass mir da drunter, also dass das in die Schokolade fällt. Vielleicht sind in dem Eimer einfach auch schon so 5 Cones. Ich weiß, das ist ein etwas unspektakulärer Stand, aber ich bin so glücklich gerade. So, Freunde. Ich sehe das aber schon richtig, dass Paul mir kein Softeis geholt hat, ne? Hast du gesagt, du willst du Lakritz? Nein, das möchte ich nicht mehr. Oh, es ist endlich mal wieder ein vernünftiges Softeis. Freunde, während die beiden ihr Softeis genießen, oh Gott, die Schlange bei der Britza ist sehr lang. Da, wobei, man stellt sich vielleicht für einen Slice mal kurz an. Brezelpizza muss man mal probiert haben, Freunde, wir gehen da rein. So, Freunde, 7 Euro die halbe Britza war das. Was ganz lustig ist, weil ich komme aus Berlin-Britz. Man könnte sagen, ich bin Britzer. Da würde ich schneiden. Siehst du im Hintergrund übrigens die beiden, wie sie da so an ihrem Eis so völlig rumschlotzen? Richtig lassiv?
Auch schon ein bisschen geil. Wir haben unsere Britzer bekommen. Ja, wir haben die Münchner mit Camembert und Radieschen und Sauerrahm, glaube ich, war das gewesen. Die probieren wir jetzt mal. Ich gehe mal rüber zu den Jungs, die essen gerade neue Softeis. Was ist das? Das ist eine Brezelpizza mit Schmand, Camembert und Radieschen. Ist mir zu viel Käse, bin ich raus. Du hast gerade Hundefuttereis gegessen. Ja. Hundefuttereis, guter Eis. Sehr salzig. Mm. Oh. Ja, also der Knusperfaktor ist geil. Ja, aber es ist halt keine Pizza. Nee, es schmeckt nach Brezel. Also es ist so wie, wenn ich, weißt du, kriegst ja so manchmal Butterbrezel, kannst du dir bestellen. Käsebrezel. Ja, oder Käsebrezel. Wie eine sehr geile Käsebrezel. Eine sehr geile Käsebrezel, meine Damen und Herren, finden Sie hier bei Britza. Ich gebe 5,5 von 10. Okay, neuerdings haben wir ein Punktebewertungssystem, was wir bei allen Sachen vorher noch nicht hatten. Aber die anderen waren alle 10 von 10. Okay, 5,6 von 10. 6,5. 6,5. 6. Soll ich dir auch mal zeigen, wie groß er abbeißen kann? Unangenehm. Aua. Okay, cool. Olli, die Leute gucken schon. Warum ist der jetzt so? Ich hatte noch nie einen Zahnschmerz. Pass auf, da liegt eine Salami. Das ist eine willkommene Abwechslung für die Nase. Das stimmt. Die Blumenhalle, eine ganze Halle voll mit Blumen. Die Frage ist, wird die Allergie kicken? Erstens das und die zweite Frage ist, kann ich alles essen? Bestimmt. Finden wir es raus. Die Challenge ist, wer zuerst einen anaphylaktischen Schock hat, verliert. Yeah. Trocken. Trocken. Oh, ich glaube, ich habe mir die Lippe geschnitten. Das ist dieses Schilfgras, das ist super scharf, Alter. Ja, habe ich gerade festgestellt. Und bitter. Boah. Gut, Flo stirbt als erstes. Was denn? An ganz vielen Ecken denke ich hier findet auch die Venus statt. Was hat dich daran denken lassen? War es der Dampfsauger? Ja, es war der Dampfsauger. Die dicken Qualitätszwiebeln gibt es hier. Die dicken Qualitätszwiebeln. Gut. Das sind alles Wörter, die man, wo man Schwierigkeiten hat, sie zu lesen. Ja. Ich war bei Tagliatelle, Tagliilie. Ja. Ich habe Tagliilie nicht auf die Reihe gekriegt. Da gibt es Tagliatelle. Ich habe auch Tagliatelle gelesen. Ja. Da gibt es auch Ekeladelei. Nee, war der Ekeladelei? Paul hat den Whirlpool entdeckt. Alter. Flo hat den größeren Whirlpool entdeckt. Ja, der kostet 25.000 Euro. Alter. Aber der kostet nur 15. Der ist zu groß fürs Büro. Der hingegen. Unser Konferenzraum. Der passt auch zwischen Studio und Sportfläche, wo man eigentlich idealerweise mal kurz in den Whirlpool springen sollte. Hast aber auch diese Sauna rein. Ist das eine Sauna? Jungs, die Sauna hat RGB-Beleuchtung, ich bin dabei. Erstmal Haare richten, Freunde. Ey, aber jetzt mal kein Spaß. Eine Einmannsauna für 3.600 Euro ist doch geil. Ja, aber wofür? Also wohin? Bei dir zu Hause, ja. Ja, bei zum Beispiel. Die passt, also die passt locker in dein Bad. In dein Bad passt auch die größere für mehr Leute. Safe. Kaufe ich mir eine Sauna für zu Hause? Ja, einfach nur, um es gemacht zu haben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Halt schon eine gute Idee eigentlich. Ja. Ich überlege nochmal. Bis morgen. Vielleicht nehme ich sie morgen mit. Bober Kurva. Ja, Freunde. Was soll man sagen? Sie sehen es selber. Die Sachsenhalle. Ultimativ repräsentativ. Die Sachsenhalle ist wie Sachsen. Leer und ein bisschen traurig. Aber riecht gut. Ja, riecht gut, stimmt. Ja, was soll man sagen? War zu erwarten. Und ich finde, die sehen wirklich fantastisch aus. Wir haben uns endlich die geilen Tacos geholt, die es hier von so einem Foodtruck gibt. Mit kleiner Limette, dass man hier nochmal so ein bisschen schön Limette drüber gibt. Ne, guck mal, geil. Mega. Was sagst du, Flo? Ah ja. Ey, unglaublich lecker. Mmh. Oha. Mit der grünen Salsa ist die mildere Salsa unfassbar lecker, super saftig, extrem leckeres Brot. Und deine ist scharf? Oh mein Gott! Die kann was. Aber immer zu empfehlen. Mit das beste Streetfood, was es gibt, wenn du mich fragst.
Ja, und gar nicht scharf. Also die Tacos kriegen eine stabile 9 von 10. Also ich muss sagen, die Schärfe ist übel geil und hat mich total umgehauen. 10 von 10 Tacos. Also wenn es um Tacos geht, a Taco. Während Olli hier ansteht und auf sein Raclette-Sandwich wartet, sind wir losgestiefelt und haben uns ein paar Glücksfische organisiert. Ja, geil, die sind mit Pudding gefüllt, ne? Mhm. Schmeckt so wie Waffel, ne? Waffelteig mit bisschen Pudding. Und Vanillepudding drin. Ist geil. Geil. Nom nom. Ich habe hier Korean Fried Chicken in so einer Soja-Knoblauchsoße. Und es ist so unglaublich lecker. Ich bin im absoluten Hähnchenhimmel. Okay, schwierige Wortwahl, gebe ich zu. Aber es ist super lecker. Noch eine glatte 10 von 10, machst du gar nichts. Also wenn die Messe hier eins kann, ist es einfach Essen. So, endlich ist es soweit, wir haben es geschafft. Olli hat finally seinen riesen Prügel bekommen. That's what she said. Was ist das? Ein Raclette-Sandwich. Raclette-Sandwich mit Käse-Schinken-Kombi. Look at this. Ja, schaut euch das an. Mal in die Hand drücken? Oh. Das sieht ja wirklich wahrlich fantastisch aus, ey. Ist auch riesig. Wie so ein Prosciutto oder so ist da mit drin, wa? Ja, ja, so ein Schinken, ganz geil. Oder wie man auf TikTok sagt, Prosciutto. Prosciutto. Naja, weißt du was? Also geschmacklich geil. Ja. Aber wenn du hier schon so viel probiert hast wie wir, dann hapert es hier am Brot. Findest du? Ja, ich finde das Brot nicht so geil. Ja, ist halt so typisches Baguettebrötchen. Ja, aber das ist halt so, was ich mir im Ofen schnell aufgebacken habe auf den Sonntag. Mhm. Aber Käse geil, Schinken geil, gute Kombi. Was willst du da falsch machen? Nee. Ist halt ein französisches Schinken-Käse-Baguette. Also ja. Let's go. Geil. Mega. Ja, Freunde, ist soweit. Jetzt tun wir mal ein bisschen was für unseren hier Vitaminhaushalt. Und vor allen Dingen tun wir hier was für unsere Testosteronspiegel. Weil Austern enthalten unwahrscheinlich viel Zink. Und das essentielle Spurenelement Zink ist maßgeblich verantwortlich beim Mann für den Testosteronhormonhaushalt. Bisschen Zitrone, bisschen Zitrone, bisschen Zitrone. So, na denn. Einen guten. Tut was für eure Gesundheit, ist sehr gesund. So, oh, cheers. Aber lecker. Schön, schön salzig. Es gibt nichts, was so sehr wirklich nach Meer schmeckt. Also es schmeckt wirklich einfach, wirklich nach Meereswasser. Es ist unfassbar. Super lecker, super frisch, extrem gesund. Sehr geil. Ich freue mich. Die Geräusche um mich rum auch gut. Freunde, wir haben uns gerade Frankfurter grüne Soße geklärt, denn habe ich noch nie gegessen. Und ich dachte, ich lasse euch daran teilhaben. Das ist ganz geil, in der grünen Woche kriegst du ja ganz viel authentisches Essen aus Deutschland. Kartoffeln mit Frankfurter grüne Soße. Rein da. Im ersten Moment erinnert es mich fast an Apfel, grüner Apfel, aber sehr kräuterig, frisch. Die Soße ist kalt, das ist interessant. Das ist geil. Hat ein bisschen Säure so, aber sehr kräuterig. Geil. Doch, mag ich. Ist geil. Kann man machen. Lecker, lecker. Ganz abgeschieden, außerhalb der internationalen Halle, warte mal, wir kommen mal hier hin, da seht ihr es, steht so ein ganz kleiner koreanischer Imbisswagen. Und wir wissen, Freunde, quasi mitten im Flur, wenn du so willst. Das muss gut sein, das muss der Geheimtipp sein. Deswegen dachten wir, wir probieren jetzt mal Korean Dumplings mit Kimchi und Beef. Du hast jetzt mit Beef? Da ist noch irgendeine komische Paste dabei, die ich nicht identifizieren kann. Der ist riesig. Ein gigantischer Dumpling. Guck dir den an. Oh mein Gott. Ich krieg ihn nicht. Es ist ein Bungee-Dumpling. Warte, ich helfe. Es ist, es kann nicht sein. Ich bin zu doof. Er ist rausgefallen, lol. Echt aber. Gut. Oh, Dicker, das darf doch nicht wahr sein. Warum ist denn hier alles an Essen so geil? Ich muss auch probieren. Warte mal, ich gebe dir kurz den Mike. Also koreanisch. Die ist fantastisch lecker. Die ist ganz doll fruchtig, scharf. Ist wahnsinnig lecker. Oha. Das ist übertrieben gut. Oh mein Gott. Fantastisch. Kriegt von mir auch wieder eine 10. Ich find's das so geil. Das ist fast das Geilste, was ich hatte. Ich find's unfassbar geil. Hier, ganz, wie sagt man, unscheinbar. Wow. Mitten hier wirklich im Zwischengang. Total geil. Würzig, scharf, cremig, weich, soft. Fantastisch. 10 von 10. Freunde, ein Highlight auf der grünen Woche. Definitiv. Ganz im Sinne von Copy and Taste. Wenn Dinge kombiniert werden, sind sie gut. Und wir haben hier Kloßteig zu Pommes gemacht. Pommes frites, Kloßteig. Ultra knusprig, sehr lecker. Okay, das ist wie so Steakhouse-Pommes, aber man muss sagen, deutlich fettiger. Ja. Aber durch das knusprige Außen. Viel knuspriger. Und hört auch gar nicht auf zu knuspern, das ist der Hammer. Ist geil. 10 von 10. Na ja, schon übertrieben nice.
Also hier auf der Grünen Woche gibt es wirklich die kuriosesten Sachen zu essen. Hier zum Beispiel gibt es Schrägrouladen. Schräg. Zeigt mir den Finger auf ihn. Wie versprochen jetzt natürlich am Ende die Auflösung. Das Brandenburger Tor aus Schokolade wiegt 485 Kilo. Glückwunsch an alle, die richtig geraten haben. Und jetzt zur Abmod, ne? Auf Wiedersehen. Freunde, das war's mit der Grünen Woche. War gut? War gut, ich bin total voll. Ich habe so viel gegessen, Alter. Aber ganz wenig getrunken, also Wasser hatten wir nicht so viel. Wasser war Mangelware, ich habe aber auch mehr Wein getrunken, als ich sonst im ganzen Jahr trinke. Das merkt man, Oliver. Nee, aber war schön. Ja, spannendes Publikum auch. Also wirklich auch eine Messe mit einem ganz besonderen Metier und einem Durchschnittspegel von 1,8 Promille. Das hat alles Gunnar noch erlebt, weil während wir auf der Bühne waren, war der nochmal unterwegs und hat sich von allen anscheinend begrapschen lassen. Es war wild, Freunde. Grüne Woche macht Spaß, kommt nächstes Jahr vielleicht gerne vorbei. Wir werden wieder da sein. Wir werden auch dieses Jahr über noch ein paar mehr Messen tingeln. Richtig Bock drauf. Ist irgendwie, macht Spaß, ja, mal so andere Messen als Gamescom mitzumachen. So sieht's aus. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ey, an alle von euch, die jetzt neu zugeschaut haben, noch nicht abonniert haben, noch nicht hier den Like-Button gedrückt haben und noch nicht in die Kommentare geschrieben haben, was eigentlich ihr Lieblingsmoment oder ihr Lieblingsstand gewesen wäre oder ist, macht das jetzt. Danke. Und ansonsten gibt's hier noch ganz viele andere Videos. Ihr wisst, wie es läuft. Wir sehen uns. Bis dann. Ja, aber ich hatte Angst. Oh, ja, ja. Ja, ja. Tschüss.